Jakarta unter Beschuss bedrängt. Jakarta, die frühere Hauptstadt der Indonesier, mittlerweile unter polnischer Fremdherrschaft und jetzt neuerdings hier bei Civilization 5 bei Brave New World beim zweiten Add-on bedrängt von unseren assyrischen Musketieren und auch von unseren Kanonen, von unseren Armbrustschützen hier in der ausklingenden Renaissance. Das ist die Lage hier. Unerbittlich, unermüdlich marschieren unsere assyrischen Truppen vor. Wir haben bereits die Schoschonen aus dem Spiel genommen, haben jetzt aber auch die Polen fast aus dem Spiel genommen, haben Warschau erobert, Krakau, haben Lhasa befreit, den früheren unabhängigen Stadtstaat von den Polen geknechtet, von uns jetzt wieder in die Freiheit entlassen. Agaidika, die frühe Hauptstadt der Schoschonen und dann unter polnische Herrschaft geraten, mittlerweile unter unserer Knute, nein, von uns befreit worden. Und jetzt bedrängen wir hier Jakarta. Die Indonesier selber, die Jakarta den Polen gelassen haben. Da frage ich mich ein bisschen, wie die das wohl jetzt beäugen. Den Lauf der Dinge, wie die Weltgeschichte über sie hinweggefegt hat. Viele Städte haben sie nicht mehr. Hier diese hellblaue Nation Medan, die größte Stadt, die jetzige Hauptstadt. Surabaya und weiter im Norden gibt es noch Makassar. Mit uns verstehen sich die Indonesier ganz gut. Eigentlich ist es die einzige Nation, die hier auf dieser Spielwelt mit uns sich noch gut versteht. Denn auf dem anderen Kontinent, das hier ist der eine, auf dem wir hier gestartet waren mit unserer Hauptstadt Assur und den anderen Städten, der andere Kontinent, der liegt einen Katzensprung über den Ozean hinweg, links im Westen. Und da sind noch die Marokkaner im Norden und im Südwesten die Portugiesen. Maria, die Königin von Portugal, hatte vor zwei, drei Folgen zurück uns denunziert in der Öffentlichkeit, uns beleidigt gehabt, hat uns auf dem Kika und auch das Verhältnis zu den Marokkanern ist zwar nicht vereist, aber ein klein wenig fröstelt es einem schon. Viele Freunde schafft man sich nicht, wenn man die Welt versucht zu erobern. Das ist klar, aber das ist der Preis, den man zahlen muss für seine Großmachtpläne. Was ich jetzt allerdings noch machen werde, ich habe ja schon den Blick in die Zukunft gerichtet. Ich glaube nicht, dass die Polen uns hier noch viel Widerstand leisten werden und auch der Stadtstaat Melbourne hier im Norden gelegen, den wir uns auch holen wollen, um einen guten Verbindungskorridor zu haben zwischen unseren Städten im Norden und den neuen im Süden. Auch der Stadtstaat Melbourne, der wird nicht lange sich verteidigen können und mein Blick geht schon über den Ozean hinweg auf eine oder beide dieser beiden verbliebenen großen Mächte hier bei Civilization, auf die Marokkaner und auf die Portugiesen, wie auch immer, da müssen wir ein wenig erkunden, wo deren Städte liegen, wie die Lage ist, was die für Truppen haben, welcher Technologiestufe die angelangt sind. Deshalb ziehe ich mal diese Karavelle hier ab und begib mich mit ihr mal ein wenig Richtung Norden. Und auch die Schiffe, die wir hier haben, hier die Zufahrt bewachen, die schicke ich auch mal rüber. Also das ist eine Karavelle und eine Fregatte haben wir noch. Wohin schicke ich die? Die schicke ich mal auf der anderen Seite los hier. Genau, das wird, glaube ich, am klügsten sein. Denn da dauert es zu lange, genau. Die schicke ich hier los, die Karavelle und die Fregatte dazwischen. Die wird in der nächsten Runde auf Kurs gebracht. Okay, nächste Runde hatte ich gesagt, das ist ja jetzt schon. Ich klicke mal eine Runde weiter. Die Polen feuern aus Jakarta auf die Musketiere, die stark angeschlagen von den letzten Kämpfen sich auf diesem Sägewerk im Wald verbarrikadiert haben und unsere Musketiere vor den Toren von Melbourne werden von Melbourne aus beschossen, von den Bürgern selber, aber auch von einem Trupp von Armbrustschützen. Und da habe ich gepennt. Da wird doch jetzt glatt unsere Karavelle von einer Bogenschützeneinheit aus diesem Barbarendorf angegriffen. Das ist ärgerlich. Hat aber, glaube ich, nicht allzu viel verloren. Der dagegen hier, oder denen hier, geht es nicht mehr so gut, diesen Musketieren hier. Die haben doch jetzt ordentlich etwas einstecken müssen, können aber befördert werden. Zuerst mache ich mal Folgendes. Die befinden sich ja hier, wie ihr seht, auf einem Sägewerk des Feindes. Und das werde ich jetzt plündern. Achtet mal auf die Lebenspunkte. Wir haben derzeit 26 von 100 möglichen Trefferpunkten. Jetzt plündere ich das Sägewerk. Ich brandschatze es. Wir nehmen uns weg an Gütern, an Versorgungsmaterialien und an
Vielleicht dort eingelagerter Nahrung, wer weiß, was dort vorhanden ist. Und schwupps, haben wir jetzt 51, immerhin 51 von 100 Trefferpunkten. Das sieht ja schon ein bisschen besser aus. Und, tja, dann klicke ich noch auf eine weitere Beförderung. Und dann können wir noch eine weitere Einheit befördern. Das ist dieser Armbrustschütze hier. Okay, auch der wird jetzt befördert. Prima. Irgendwo hat eine Stadt einen Bürger mehr. Das ist in Agaidika. Okay. Ja. Und Produktion wählen in Mosankani. Die haben jetzt das Opernhaus beendet. Das letzte Opernhaus in den vier Städten von uns, die keine Marionettenstädte sind, die also wirklich Rechte, volle Stadtrechte haben. Und das ist ganz wichtig, dass hier das Opernhaus fertig geworden ist, weil das nämlich bedeutet, dass wir hier in unserer Hauptstadt Assur, ich aktiviere mal Liste einblenden, in der nächsten Runde nach Fertigstellung der Bank auch hier die Eremitage bauen können. Hatte ich euch angekündigt gehabt, dieses nationale Wunder, was einen gewaltigen Kulturzuwachs uns bringen wird und damit sehr viel schneller uns die Sozialpolitiken freischalten lässt. Bauvoraussetzung war ein Opernhaus in jeder Stadt. Frage, was bauen wir jetzt in Mosankani? Welche Möglichkeiten gibt es? Beispielsweise ein Wunder, oder? Warum eigentlich nicht? Spricht da irgendwas gegen? Ich denke nicht. Schieferturm von Pisa lockt mich nicht unbedingt, brauche ich nicht unbedingt. Taj Mahal wäre eine Möglichkeit, ja. Denn wenn wir mal in unsere Städteliste gucken, dann sind die Städte, die meisten Hämmer produzieren, tatsächlich Ninive und Mosankani vor Nimrud. Nimrud brauchen wir, das ist die einzige Hafenstadt, die einzige Küstenstadt unter diesen vier produktionsstarken Städten. Die brauchen wir, um Kriegsschiffe beispielsweise oder um Frachter dort herzustellen für den Handel. Und in Assur wird ja demnächst das nationale Wunder Eremitage gebaut. In Ninive wird derzeit ein Wunder produziert, gebaut, die Sixtinische Kapelle. Also spricht doch alles dafür, hier in Mosankani das Taj Mahal als Bauauftrag einzustellen. Bringt uns mehr Zufriedenheit und würde ein goldenes Zeitalter einläuten. Okay. Und jetzt können wir natürlich weitermachen mit dem Krieg. Damit unsere Fregatte hier durchziehen kann Richtung Westen, brauchen wir aber erstmal offene Grenzen von den Indonesiern. Er wünscht uns viel Glück bei unserem aktuellen Konflikt. Der steht uns zumindest neutral gegenüber, denn der war ja, dem war ja von den Polen übelst mitgespielt worden. Deshalb denke ich mal, dass er das mit einem lachenden Auge sieht, dass wir wiederum seinen Übeltätern, den Polen, jetzt ans Zeug flicken. Andererseits weiß ich nicht, wie er es empfinden wird, wie er den Augenblick empfinden wird, wenn wir Jakarta einnehmen wollen, ob er das als Akt der Befreiung wahrnehmen wird oder ob er sagen wird, ach, meine Indonesier, die sind jetzt unter einem neuen Joch, unter einer neuen Fremdherrschaft, weiß ich nicht. Wie auch immer, ich versuche mal die offenen Grenzen von ihm zu bekommen. Was verlangt er dafür? Na, ganze Menge Gold, Eisen will ich ihm mit Sicherheit nicht geben. Ich biete ihm mal etwas Gold an. Klappt das vielleicht? Oh, es klappt tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Ein Gold pro Runde? Ja, kein Problem. Bekommt er sehr, sehr gerne von uns. Und wird angenommen, klar. Nun gut. Nun gut, sagt Gacha Imada in seinem Reisfeld. Bis später. Sieht ein bisschen aus wie Sigmar Gabriel, finde ich. Nur mit Zopf. Okay. Und jetzt kann die Fregatte hier also durchziehen und das macht sie auch. Und wir hatten ja eigentlich darauf spekuliert gehabt, hier diesen Bautrupp gefangen zu nehmen. Klappt nicht ganz, der geht auch tatsächlich stiften. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir hatten extra hier den Musketier runtergeschickt. Das kann ich jetzt natürlich canceln. Blöde. Tja. Weiter geht's. Wollen wir uns aber erst einmal um unsere Schiffe bemühen. Hier ist die eine Fregatte. Ziehe ich beide Richtung Westen oder beide Fregatten? Also wenn ich mit meinen Landtruppen nachher übersetze zu einem
Besuch bei den Marokkanern und oder den Portugiesen, dann sollten die schon gut bewacht sein. Da schicke ich mal die Fregatte auf jeden Fall hinterher. Die zweite auch. Da gebe ich sogar einen Befehl, dass sie mal über einige Geländefelder weit zu ziehen hat. Okay. Und hier die Karavelle, die ist leider angeschlagen, da habe ich echt gepennt. Dann zieht die erstmal ein gutes Stückchen weg. Hier ist ein Bautrupp fertig geworden mit einem Handelsposten. Schauen wir uns mal Assur von innen an. Und sehen, dass es hier einen gewaltigen Nahrungsüberschuss gibt. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Sensationell. Da kann man, finde ich, ruhig gleich entweder noch ein Sägewerk errichten. Ja, das mache ich mal. Ich werde mal hier ein Sägewerk in Auftrag geben. Und dieser Bautrupp dort, der hatte hier einen Bauernhof errichtet, mitten in der Wüste. Das Geländefeld gehört aber den anderen, gehört den Kollegen in der Nachbarstadt hier in Nimrud. Naja, bringt nicht allzu viel, dann Nimrud braucht auf jeden Fall, damit die weiter wachsen, hier noch einen Bauernhof. Der wird auf jeden Fall jetzt hier konstruiert werden. Und hier haben wir einen Späher. Der hat ja damit angefangen, das Innere des Kontinents ein wenig aufzudecken. Der zieht ja weiter. Das ist sein Auftrag hier, Spionage quasi. Jetzt gucken wir aber erstmal weiter im Süden. Wollen wir mal dieses Kapitel Polen, dieses Kapitel Jakarta noch möglichst schnell einem Ende zufügen. Hier haben wir eine Kanone. Die bringe ich in Stellung und die greift jetzt Jakarta an. Oh, da bleibt da kaum was übrig. Unfassbar. Das klappt ja wirklich ganz, ganz hervorragend. Wer hätte das gedacht? Da kann ich hier mit dem Armbrustschützen auch noch ein bisschen angreifen. Ja. Tja, das geht ja erstaunlich schnell. Dann denke ich mal, dass dieser Angriff hier der letzte sein wird in der Geschichte der Polen. König Kasimir, ach, der alten Zeiten wegen, wollen wir ihn noch mal kurz uns anschauen. Das Ende ist nah, sagt er. Kluges Kerlchen, ich fand nicht immer, dass er ein sonderlich gescheiter Monarch ist. Hat sich doch nicht immer so unglaublich clever angestellt. Als wir ihn angegriffen haben von Osten mit unseren Truppen, da ist er doch glatt Richtung Westen marschiert, weiter nach Westen marschiert, um die Indonesier anzugreifen, statt zurückzueilen und seine wichtigsten Städte zu verteidigen. Da hat ihn anscheinend der Blutdurst das Gehirn vernebelt und seine Gedanken. Das war nicht so clever. Ich hoffe, wenn wir die Stadt hier erobern werden, dass wir auch den Stadtschatz plündern können. Denn diese goldene Krone, die Kasimir auf dem Haupte trägt, die müsste mir doch eigentlich auch ganz gut stehen. Also, mal gucken, ob ich bald ein gekröntes Haupt der Assyrer sein werde. Ach Gott. Ach, der Ärmste. Oh je. Der ist ja völlig am Boden zerstört. Also, jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, dass ich immer mich so spöttisch über ihn geäußert hatte. Denn der ist ja echt ein Häufchen Elend. Der sieht ja... Das ist ja wirklich ein Bild des Jammers. Der hat völlig seine Haltung verloren. Hängt da in den Seilen, wie ein kleiner Schüler in der Grundschule, den man gerade verkündet hat, dass das jetzt ein ungenügend zu viel war und dass er nicht versetzt wird in die nächste Klasse. Das ist wirklich bitter. Das ist ein Häufchen Elend, wirklich. Ganz, ganz trauriger Anblick. Ganz traurig. 15 Gold geplündert. Na, das wird aber nicht die Krone gewesen sein. Die war, glaube ich, etwas mehr wert. Was soll mit dieser Stadt geschehen? Statt befreien könnten wir, dann würden wir die zurückgeben, Gajamada. Der würde uns dann heiß und innig lieben, aber das machen wir natürlich nicht. Und warum nicht? Das zeige ich euch mal, nachdem ich hier die Marionette erstellt habe. Denn hier, schaut mal, hier oben, hier gibt es den Siegfortschritt. Diesen Infobildschirm und ihr seht, eine der Siegbedingungen und die wir hier zielstrebig anlaufen, die heißt, dass die Nation gewonnen hat. Eine Civilization 5 Partie, die aller ursprünglichen Hauptstädte, die Startstädte aller Großmächte kontrolliert.
4 Hauptstädte kontrollieren wir derzeit. Unsere eigene natürlich, Mosonkani, die Hauptstadt, die die Shoshonen vor ihrem Untergang hatten. Warschau, die Hauptstadt der Polen, auch aus dem Spiel raus. Und Jakarta zählt ebenfalls mit. Indonesien ist zwar noch im Spiel, müssen wir aber gar nicht vernichten. Gajah Mada darf weiter existieren, koexistieren neben uns, ist vollkommen okay. Hauptsache, wir gehören, Hauptsache uns gehört Jakarta. Was jetzt noch fehlt, ist, wir brauchen noch die Hauptstadt von Ahmad al-Mansur, den vom marokkanischen Oberhaupt, und der Königin Maria, königliche Hauptstadt der Portugiesen Lissabon. Die beiden müssen uns noch unter den Nagel reißen, und da bin ich eigentlich ganz optimistisch. Doch erst werden wir jetzt noch ein kleines Problem hier im Nordwesten beseitigen. Das hört auf den Namen Melbourne. Wollen wir erstmal ein erstes Mal drauf schießen. Fernangriff in Stellung bringen. Fernangriff. Ach, so richtig viel hat das ja nicht gebracht. Der Musketier hier, der ist stark angeschlagen. Da wollen wir doch mal... Wie mache ich das am besten? Ich ziehe eins weg und klicke dann auf Plündern. Dann hat er noch 70, hat er 70 Trefferpunkte. Okay, ja. Und mit der Kanone hier ziehe ich hier vor. Ja. Und mit dieser Kanone hier ziehe ich hier hin. Und dann haben wir noch einen Pikenier. Bringt nicht allzu viel, aber ein bisschen immerhin. Der wird hier vorgezogen. Der Armbrustschütze, der darf ruhig einen Moment heilen. Okay. Ich hätte gerne noch einen weiteren Musketier im Norden zur Eroberung dieser Stadt. Ich weiß nicht, ob der Pikenier dafür ausreicht. Bin ich ein bisschen skeptisch. Den könnte ich zum Beispiel vorziehen. Na, geht im Augenblick schlecht. Das geht jetzt schlecht. Aber ist er noch nicht komplett ausgeheilt? Wo haben wir denn den nächsten hier? Hier ist ein Musketier. Ach, der braucht auch länger Richtung Norden. Auf jeden Fall ziehe ich mit dem General hier vor. Der kann flink, flink, hurtig, hurtig Richtung Norden ziehen. Der Musketier hier, der soll ausheilen. Der Musketier dort, der ist fit und gesund. Der hat fast völlige Trefferpunkte. Den ziehe ich mal hier hin. Aus der Stadt raus. Okay. Der hier, der klicke ich mal auf bis zur Heilung verschanzen. Da hatte ich das schon eingestellt, genau. Und hier fangen wir allmählich an, eine Straße zu bauen, Richtung Norden, genau. Ja. Ein Armbrustschütze. Na, einer reicht eigentlich. Ach. Schieben wir hoch. Während hier die bringe ich schon mal rüber zur Küste. Die können langsam schon sich daran begeben, auf die andere Seite zu setzen. Und gleiches gilt hier für diesen Musketier. Kanone, die rücken alle schon Richtung Westen. Richtung Marokkaner. Und Richtung Maria der Ersten. Die Karavelle, die möchte ich gerne ausheilen lassen. Das geht natürlich nur, wenn die auf einem innerhalb der eigenen Kulturgrenzen ist. Außerhalb kann die nicht heilen. Jetzt kann ich das aber machen. Hier bauen wir auch an der Straße. Hier steht noch etwas, dass Polen nicht mehr mit Melbourne verbündet ist. Ja, woher kommt das wohl? Woher kommt das wohl, dass Melbourne nicht mehr mit Polen verbunden ist? Welche Ursache könnte das haben? Wisst ihr das? Ich habe da so einen Verdacht. Wie auch immer, in der nächsten Folge, da werden wir unseren Fuß setzen in die Stadt Melbourne. Das gelobe ich hiermit. Bis dann, macht's gut, tschüss.